Ja, guten Tag. Ich begrüße Sie auf dem Kanal Rubio bei Sida für spontane, impulsive oder improvisative und dokumentarische und authentische Videos. Ich bin Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins OnLife. Und das ist auch das Programm dieses Kanals, eines Vlogs, der also über meine Online-Aktivitäten berichtet. Davon waren drei Spielevideos und drei Essensvideos und ein Sesselvideo, also ein Palavervideo, so war es wie das hier. Ja, das Ereignis des Tages gestern war eigentlich nicht so sehr das Leben im OnLife, sondern das Leben hier. Ich habe gestern ein Buch gekauft bei Kindle und zwar haben wir das hier, den Dr. Bernard, der ein amerikanischer Arzt, der ein Diabetesbuch herausgegeben hat. Und da ich jetzt schon da die anderen Spezies gelesen habe, so Ornish und Estelzin und Dr. Greger und Dr. Kempel, ist das jetzt also, und dafür fehlte noch ein McDougall, der die Stärke da propagiert hat. Den habe ich auch noch gelesen. Fehlte mir jetzt noch der Dr. Bernhard. Und irgendwie kam ich jetzt gestern auf den Gedanken, da mal nachzuschauen. Ja gut, und dann habe ich den heruntergeladen, erst als Probeversion. Dann gelesen, wurde nicht so richtig schlau. Und dann habe ich mir einen Ruck gegeben und da 21 Euro auch für ausgegeben für eine Kindle-Version, was mir zu teuer erscheint. Aber okay, weil zumal ich nach der Probe jetzt auch mir nicht so sicher war, ob das jetzt ein fundiertes Werk ist oder ob das so, wie soll man sagen, so Dummenfang ist. Weil ich bin ja eh schon Veganer und von daher fragt sich, was ich davon noch profitieren kann. Also ich habe jetzt ein paar Seiten erst gelesen und mir ist jetzt klar, dass ich trotz alledem zu viel Fett esse. Der Essenszyn hat zwar gesagt, kein Fett, keine Avocados, keine Nüsse, keine nix. Und ich habe mich nicht daran gehalten. Das ist das Problem. Und zwar war ich der Meinung, fettarm. Und fettarm hieß bei mir dann halt, also eine kleine Nuss, die kann dann nicht viel ausmachen. Ein paar Leinsamen, das kann doch nicht die Welt sein. Ein Schuss Mayonnaise hin und wieder, das ist doch nicht, das ist doch kein Fett. Aber das läppert sich natürlich auch zusammen. Ich habe heute mal ausgerechnet, dass ich da ungefähr 60 Gramm zu mir nehme. 60 Gramm und dazu muss man dann vielleicht noch so abziehen, was an Wasser dazu ist und so. Aber das sind schon 60 Gramm hochkonzentriertes Fett. Also zum Beispiel ist der Leinsamen, der hat ja schon 89% Fett, dann hast du 11% Schlauben oder so. Und so ähnlich sieht das jetzt bei den anderen Nüssen auch aus. So dass also von den 60 Gramm da pro Tag an Nüssen und so, da sind dann 50 Gramm reines Fett dabei oder so. Oder mehr. Das sind ja nur so Mittelwerte. Und dieses Fett speichert sich an, reichert sich an, lagert sich ab vor allen Dingen. Wenn es nicht verbrannt wird, ja. Und dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn man dann von seinem guten Gewicht, das man mal hatte, von 83 Kilo, wenn man dann praktisch wieder auf 10 Kilo drauf ist, auf 93, wie das mir aber passiert ist. Und worüber ich jetzt nicht so erbaut bin und dass ich jetzt wieder runter haben möchte. Und es scheint so, dass vielleicht der Dr. Bernhard mir da so einen Chips geben kann. Ich habe da gestern gelesen, dass sich das Fett dann hier irgendwie abspeichert, da in den Muskeln. Und damit dann auch die Aufnahme von Zucker und so weiter verschlechtert.
Ja, das glaube ich war der letzte Gedanke. Dass also das Fett quasi im Körper sich anlagert und die Aufnahme von Zucker, von der Glucose aus dem Blutstrom, dass er mit Hilfe von Insulin in die Zellen gelangen soll, dass also das durch Fett verschlechtert wird. So habe ich das gestern verstanden. Ja, also das war die Neuigkeit, das ist die Neuigkeit. Darin, dem Buch lese ich jetzt und lese werde ich auch heute und morgen weiterlesen. Das Gute ist, die Beine sind weitgehend besser geworden, aber in den Waden habe ich jetzt noch Schmerzen, wenn ich gehe oder wenn ich länger stehe. Die Waden sind also noch nicht besser geworden. Was ich da tun kann, weiß ich auch noch nicht so genau. Müssen wir mal sehen, abwarten, wie das nächste Woche aussieht. Die Sache kam zwar relativ plötzlich und verschwand jetzt auch wieder relativ zügig, aber ein paar Sachen bleiben dann immer hängen und das ist in dem Fall die Waden. Es fing nicht mit den Waden an, aber die Waden brauchen irgendwie am längsten dafür. Vielleicht um irgendwas abzubauen oder die haben sich verengt oder weiß ich nicht, was da genau los ist. Ja, also das war jetzt zur gesundheitlichen Lage. Dann haben wir jetzt heute natürlich 10 nach 8 haben wir jetzt. Ich bin seit 7 Uhr auf heute. Habe etwas länger geschlafen heute. Von gestern 20 Uhr, 20:30 Uhr ungefähr, bis heute um 7 Uhr. Ja. Und ich habe jetzt einen guten Nachtschlaf auch gehabt. Das ist wichtig. Und ich habe gestern auch vor 18 Uhr gegessen. Und dadurch konnte ich dann auch um 20 Uhr einschlafen. Was ich jetzt vorgestern nicht konnte, da habe ich erst um 19 Uhr so den letzten Rest gegessen und da schlief ich erst um 22, 23 Uhr ein. Ja. Ja, was liegt uns an? Heute liegt Einkauf ein, Paket muss entsorgt werden, also Müll muss runtergebracht werden. Also da gibt es einiges zu tun. Ja, was muss ich einkaufen? Vielleicht Bananen und ich muss jetzt mal sehen, wie das mit dem Laufen geht. Ob die Waden durchhalten. Ja, was brauche ich an Einkauf? Vielleicht Kartoffeln oder. Also ich muss im Februar noch zu Alnatura wieder Reis kaufen, Sauerkrautsaft kaufen. Nüsse kaufe ich keine. Und Leinsamen auch nicht. Weil der so viel Kalorien hat durch das Fett. Auf den Leinsamen kam ich, weil der Ärztin gemeint hatte, man soll ja von diesen Omega-3-Fettsäuren welche zu sich nehmen und das könnte man auch über Leinsamen decken. Da braucht man keine Pillen nehmen und so weiter.
Seither nehme ich also langsam. Jetzt aufgrund der Fettreduktion werde ich langsam erstmal vorübergehend absetzen und dann später vielleicht nur noch ganz dosiert mit 10 Gramm oder so am Tag zu mir nehmen. Ja, das heißt also, dass ich dann jetzt hier mit meinem Müsli bei 500 Kalorien liege, mit meinem Frühstück, ich habe heute schon wieder einen Smoothie gemacht, liege ich bei 400, das wären 900 und mein Abendbrot muss ich auch weiter ausdünnen, dann ich den Reis vielleicht erst mal auf 100 Gramm reduzieren, nicht auf 130, von 130 auf 100 Gramm runtergehen. Dann werden das 360 und dann kommt da vielleicht noch ein Gemüse dazu und ein paar Bohnenerbsen und so dass ich da auch so auf 16, 600 vielleicht höchstens komme. Also, oder ein paar Kartoffeln und dann Spinat dazu oder sowas. Oder Rotkohl. Dass ich das also reduziere, dass ich so drei Mahlzeiten habe, 4, 5 und 600. Also 400 morgens, vielleicht 600 mittags und dann nochmal 4, 500 abends. Das wären dann würde ich vielleicht auch abnehmen. Weil ich brauche ja bei meinem Körpergewicht, in meinem Alter, nur so 1600, 1700 Kalorien bei Normalgewicht. Ja, im OnLive, was hat sich da getan? Ja, computermäßig. Wie gesagt, gestern 7 Videos gemacht. 3 Stück wurden erst heute Morgen heruntergeladen, also die Nacht noch. Was habe ich heute vor? Also das ist mein erstes Video heute. Dann mache ich vielleicht noch 2 Spielchen heute oder 3. Das wären dann 4. Vielleicht mache ich auch noch ein Einkaufsvideo oder ein Essensvideo oder ein Putzvideo. Ja. Es fällt mir auch gar nicht mehr ein, was ich erzählen könnte. Das Wesentliche war also jetzt der Dr. Bernhard und meine Videoproduktion. Also ja, gestern habe ich also das Sesselboot habe ich gestern auch gemacht. Und gestern habe ich aber das Sesselboard mit den Filtern von Opel Shot da. Also ich habe dieses Video, das lange, das geht ja 30 Minuten, das habe ich so in Stücke unterteilt. Und dann habe ich vor jedes Stück einen Filter gesetzt, also eine Beschreibung des Filters. Und dann den Filter darauf angewandt. Und dann kam, bis das nächste Stück kam, dann wieder ein Filter und wieder Beschreibung dazu. Auf diese Weise habe ich dann schon mal gesehen, was die Filter so können. Was mich jetzt stört daran ist, dass die Filter nicht dynamisch sind. Also dann hat man zwar eine Skizze, aber die ist dann durchgängig. Oder ich kann die Farbe verändern, aber dann durchgängig. Ich kann nicht die Farbe quasi kontinuierlich verändern. Dass also das so langsam immer stärker wird oder schwächer wird oder so.
Oder dass das Bild vielleicht auch wandert, wie das beim Movie Maker der Fall ist. Also sozusagen so eine dynamisch wandernden Filter. Also die sich verändern im Film und während der Film läuft. Dass man zum Beispiel, dass ein Film mit der Zeit immer dunkler wird oder immer röter, blauer, gelber und so weiter. Ja. Jetzt haben wir schon 7:40. Zeit, Schluss zu machen, sage ich mal, wenn mir nichts mehr einfällt. Okay Leute, das war's von dir. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Übrigens, heute haben wir den 8.2.2019, also einen Freitag. Und wir haben jetzt 7:40. Okay, das war's und von tschüss.